Dezember und ich bin bereit für den Schnee. Fuck! Mann, das ist viel zu warm draußen. Wo ist der Schnee im Dezember? Ich kapier's nicht. Was geht, meine werten Zuschauer? Willkommen zu meinem Weihnachtsspecial. Weihnachten, eine Zeit, die man mit der Familie feiert. Ich habe sogar einen Weihnachtsbaum. Er kriegt manchmal Anfälle. Ist er tot? Ah nein, es geht wieder los. Jedenfalls, um in die typische Weihnachtsstimmung zu kommen, dachte ich mir, dass ich euch 5 Winterlevel präsentiere. Die Level müssen nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben. Die sollten Schnee beinhalten und kalt sein, Winterstuff eben, ihr wisst schon, was ich meine. Obwohl ein paar mit Weihnachten zu tun haben. Und ohne euch weiter zu spoilern, fangen wir einfach an. Der 5. Platz geht an eine kleine Passage aus Devil May Cry 4. Es ist kein wirkliches Level. Wir haben das Video gerade erst angefangen und schon breche ich die Regel. Super. Aber wieso ist das jetzt Platz 5, obwohl es kein Level ist, fragt ihr euch sicher. Naja, das liegt daran, dass ich als Kind immer die Devil May Cry 4 Demo gespielt habe, weil ich kein Geld für das ganze Spiel hatte. Und dieser Schneeteil des Levels ist mir immer in Gedanken geblieben. Ich habe die Demo immer wieder gespielt, was teils eben echt nur dieses Level enthalten hat. Und ich fand es einfach cool, wie die Dämonen auftauchen, man sie direkt besiegen muss und danach zu dieser riesen Kathedrale kommt. Und danach muss man auch noch einen Endboss besiegen, den ich persönlich auch richtig geil finde. Das Level hat einfach was Schönes an sich. Zum Beispiel, wenn man am Anfang den Vollmond sieht. Ich habe mit Absicht dieses Level auf Platz 5 getan, da es hauptsächlich aus nostalgischen Gründen hier ist. Aber mich hat Devil May Cry 4 und dieses Schneelevel als Kind sehr beeindruckt. Ich hätte diese Videospielreihe nie angefangen zu spielen, wäre es nicht wegen der Demo von damals gewesen. Und aus dem Jump dieser Tuss von der Kathedrale und man sieht Ultra-Arsch-Action. Ich denke, das ist noch erwähnenswert. Platz 4 geht an das verlassene Schloss Kanehurst aus Bloodborne. Alter, ist das Level cool. Es ist ein Nebengebiet im Spiel und ist daher nicht storyrelevant. Es besteht aus einer Fläche, auf der ein Schloss steht. Und es ist richtig groß, vor allem das Schloss an sich. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es dort auch Schnee. Anders als in den anderen Schneeleveln fühlt man sich hier ständig bedroht. Das liegt vielleicht auch an den Monsterflöhen, die hier überall rumspringen. Ist aber nur eine Vermutung. Im Inneren des Schlosses sind auch einige Gegner, die einen das Leben schwer machen. Aber so ist Bloodborne nun mal. Und natürlich gibt es einen Endboss auf dem Dach des Schlosses. Und das ist Logarius. Ich habe ihn in meinen Top 5 Bosse in Bloodborne erwähnt. Daher verschwende ich keine Zeit mehr bei ihm. Aber die geile Prinzessinnenkrone muss rein. Fuck yeah! Ja, im Großen und Ganzen ist das Level eine echt tolle Repräsentation der Einsamkeit, die der Winter mit sich bringen kann. Und ich krieg nicht genug davon. Um ehrlich zu sein, die Idee, diese Liste zu machen, kam eigentlich nur wegen diesem Level. Und ich wusste nicht, welches Level auf diesem Platz sollte. Es war wirklich schwer. Und es ist echt knapp ausgefallen. Also, Platz 3 geht an das Winterlevel von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ja, ich weiß, es war eigentlich klar gewesen. Aber das Level schreit Weihnachten. Ich meine, wir sind sogar im Haus vom Weihnachtsmann persönlich, der eine vollkommen leere Geschenkfabrik betreibt. Was macht er denn so lange? Er musste nur einmal im Jahr arbeiten. Es kann doch nicht so schwer sein, sich mal zu bewegen. Kein Wunder, dass du so fett bist. Aber ja, ich schweife ab. Das Design dieses Levels ist echt toll. Die Häuser sind dekoriert und geben einem dieses Weihnachtsfeeling. Genauso wie die Herzlosen in der Area, die alle wie Geschenke aussehen. Ach ja, und Donald ist ein Schneemann. Wieso sieht er immer so merkwürdig aus in den verschiedenen Welten? Ich werde es wohl nie verstehen. Als 2. Platz haben wir Undertale. Ich persönlich finde Undertale richtig gut. Es hat cleveren Humor, die Charaktere sind einfach so sympathisch und das Spiel kann echt creepy sein. Vor allem diese Sonnenblume. Alter! Nach einer Stunde Spielzeit landet man in Snowdon. Snowdon ist ein Dorf, das auf einem verschneiten Berg ist. Und das Dorf ist einfach der Hammer. Es hat einen kleinen Weihnachtsbaum mit Geschenken, einen Schneemann und jemand, der Eis verkauft. Auf einem verschneiten Berg im Winter. Muss ich das verstehen? Ich find's toll, wie simpel der Hintergrund ist, mit nur ein paar Bäumen in der Ferne. Aber wie detailreich der Vordergrund ist, wie der Fluss, die Bewohner, der Wolf, der Eisblöcke in den Fluss schmeißt, dieses Level hat einfach einen echt tollen Charme. Und ich mag, dass so viele NPCs hier rumlaufen. Jeder hat was anderes zu sagen und es gibt dem Ort Leben und wirkt nicht so leer. Vor allem mit dem visuellen Design des Spiels und der einfach geilen Musik ist Snowdon echt ein Dorf, in dem ich länger bleiben würde. Nur vermeidet die Sonnenblume.
Ernsthaft. Und Platz 1 geht an Barrett aus Crash Bandicoot 2. Ich hatte am Anfang vor dem Platz den ersten Level von Crash Bandicoot Wrath of Cortex zu geben, aber habe mich danach umentschieden, als ich über den zweiten nachgedacht und gemerkt habe, dass die Level der Originaltrilogie einfach besser sind. Man muss einfach ein Schneelevel aus Crash 2 nehmen. Ich meine, es gibt ein Level, in dem man auf einem Eisbär reitet, während man von einem anderen Eisbären verfolgt wird. So, aber nun zum richtigen Level. Es ist hektisch und nicht so ruhig wie die anderen Winterlevel. Man rennt hier ständig mit Vollspeed auf einem Eisbären und dadurch, dass es so schnell ist, macht es irrsinnig viel Spaß. Vor allem, wenn man den Edelstein holen will. Dazu braucht man alle Kisten im Level und das ist eine kleine Herausforderung. Und die Musik haut das ganze Level über richtig rein. Die Sterbeanimationen im Level sind auch recht cool. Ich meine, einmal bin ich im Wasser stecken geblieben. Das sieht normal aus. Alles, was ich erwähnt habe, zusammen mit dem echt stimmigen und passenden Leveldesign, ist der Grund, warum dieses Level hier auf dieser Liste ist. Ich hab nichts dazu zu sagen. Spielt es einfach, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. So Leute, das war mein Weihnachtsspecial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like. Ich wünsche euch alle eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und vor allem habt Spaß an den ganzen Festen. So, aber genug getratscht. Von mir werdet ihr wahrscheinlich erst Richtung Januar hören. Ich werde erstmal eine kleine Pause einlegen, weil hier überall Besuch kommt. Und ja, die nächsten Videos werden wahrscheinlich so ein bisschen später kommen. Also ungefähr Mitte Januar. Darauf könnt ihr euch ungefähr einstellen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Feiert schön und genießt eure Ferien, falls ihr in der Schule seid. Und jetzt habe ich schon viel zu lange gelabert und das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Egal was ich mache. Bis dahin, ciao.